Ausbildung in einer der Top-Kliniken Deutschlands. Im Sana-Herzzentrum Cottbus ist das möglich. Das haben jetzt die 21 Schülerinnen und Schüler erfahren, die sich einen der begehrten Plätze beim Zukunftstag im Herzen von Cottbus sichern konnten. Um den jungen Nachwuchskräften einen umfangreichen Einblick in den Arbeitsalltag einer Fachklinik für den Lebensmotor Herz zu geben, hatte sich das Team jede Menge einfallen lassen. Denn die Ausbildung ist im Sana-Herzzentrum Cottbus eine echte Herzensangelegenheit und vor allem Teamwork. Wir haben ja sehr viele Mitarbeitergruppen, Berufsgruppen bei uns im Haus und die können sich einfach mal vorstellen, so dass die Schüler einfach mal gucken können, was kann ich denn alles hier im Krankenhaus oder bei uns im Sana-Herzzentrum auch lernen? Na, wie viele Bereiche gibt es? Wir haben ja jetzt einen kurzen Einblick auch in die Physiotherapie gehabt und den Reanimationskurs. Und deswegen haben wir gesagt, einfach um das Interesse der jungen Leute zu wecken und dass sie Möglichkeiten haben zu schauen, wo möchte ich denn später einfach mal hin. Katja Räder gehört schon seit vielen Jahren zum Herzensretterteam der Cottbuser Fachklinik und hat den Zukunftstag federführend mit den engagierten Kolleginnen und Kollegen organisiert. Als Hygienefachkraft hatte sie etwas Besonderes für die Schüler vorbereitet. Das interaktive Hygienememory sorgte für staunende Gesichter. Denn die Keimproben haben wieder einmal bestätigt, Smartphones sind echte Keimschleudern. Damit diese Keime bleiben, wo sie sind, ging es gleich zu Beginn des Zukunftstages an die Händedesinfektion. Natürlich mit Erfolgskontrolle unter der Schwarzlichtlampe. Gemeinsam mit dem OP-Team und Herzchirurg Thomas Stankowski sind die Teilnehmer des Zukunftstages einmal in die Rolle eines echten Chirurgen geschlüpft. Mit Skalpell, Nadelhalter und Faden ging es ans chirurgische Nähen von Präparaten. Ein nicht ganz alltäglicher Einblick in die Arbeit der Spezialisten rund ums Herz. Bevor wir in den OP gehen, da freue ich mich drauf, aber auch das Nähen von Schweinefüßen war auch sehr interessant. Mir hat der Vortrag über das Herz sehr gut gefallen, da ich mich auch fürs Herz interessiere und wie es mit den Herzkrankheiten funktioniert. Tatsächlich freue ich mich auch sehr auf den OP, wenn wir dann nachher gucken gehen am Ende. Und diese mit den Schweinfüßen fand ich auch sehr, sehr schön. Das habe ich mich sehr gefreut drauf. Okay, also es macht Spaß, also das Nähen hat Spaß gemacht und da kann man ja was lernen. Wa? Was tun, wenn das Herz aus dem Takt gerät? Diese Frage können die Teilnehmer des diesjährigen Zukunftstages im Sana-Herzzentrum Cottbus sicher beantworten. Denn Praxisanleiter Jan Bauer kennt den Rhythmus, bei dem man mit muss. Beim Reanimationstraining ging es mit der richtigen musikalischen Unterstützung zur Sache. Ganz schön anstrengend, aber vor allem eines, lebensrettend. Für besonders Mutige wartete zum Abschluss des Tages noch ein ganz besonderes Highlight. Ein Blick hinter die Tür des Operationsbereiches. Dabei ist aber auch für die jungen Gäste die passende Kleidung Pflicht. Denn wer über eine Zukunft in der Medizin nachdenkt, der weiß, die Alltagskleidung wird hier gern gegen Kassack und Kittel getauscht. Auf dem Weg in den OP-Saal war die Aufregung und auch die Begeisterung für eine Ausbildung in der Pflege in einem echten Herzensteam spürbar. Für alle, die jetzt Lust auf eine Ausbildung in einer der Top-Kliniken Deutschlands bekommen haben, gibt's ab Oktober noch Ausbildungsplätze, sowohl in der Pflege als auch im OP.